Servus! Wir sind die Blockhelden. Heute stellen wir euch die verschiedenen Funktionen unseres Trainingsgeräts, dem Wackeldackel, vor. Schaut aus wie ein ganz normales Parallel, ist aber weitaus mehr. Der Wackeldackel ist das weltweit erste propriozeptive Parallel zum Trainieren deiner Körperspannung, Körperkraft und Balance sowie deiner Bewegungs- und Gelenkstellrezeptoren. Sprich von Kraft, die du auch gezielt einsetzen kannst. Der Wackeldackel hat 4 Seiten: Standing, Hanging, Rocking und Shaking. Diese kannst du jeweils individuell für dein Training nutzen. Übungen auf der Shaking-Seite sind sehr anspruchsvoll und können gerade zu Beginn durch einen weichen Untergrund erleichtert werden. Also einfach vor dem Training ein Handtuch oder eine Matte unterlegen und sich bis zum harten Fußboden steigern. Die Standing-Seite kannst du wie jedes handelsübliche Parallel nutzen. Die Funktionen des Wackeldackels bieten dir Möglichkeiten zur Schulung deiner intramuskulären Koordination, zur Verletzungsvorbeugung und zum Antagonistentraining. Du kannst je nach deinem individuellen Trainingsstand alle Übungen, die du statisch gemacht hast, auch mit der Rocking- oder Shaking-Seite durchführen. Wie du siehst, muss bei der Rocking-Seite dein Unterarm ordentlich arbeiten, um die Instabilität der abgerundeten Auflageflächen auszugleichen. Bei einem normalen Parallel liegst du passiv im Handgelenk, sprich die Rocking-Seite ist ideal für Leute mit Handgelenkproblemen, da das Handgelenk entlastet und die Muskulatur gestärkt wird. Und für alle, die Unterarme brauchen können. Die Shaking-Seite bietet eine besondere Herausforderung. Neben der spitzen Auflagefläche dreht sich der Handgriff um seine eigene Achse. Dies ist ein sehr hoher Schwierigkeitsgrad. Du solltest dich an die Übungen dieser Seite langsam und vorsichtig herantasten. Egal wie fit du bist, wir garantieren einen Muskelkater. Die Hanging-Seite des Wackeldackels ermöglicht es dir, diesen an Hängepunkten zu befestigen. So könnt ihr auch Pull-Ups oder Variationen in handgelenkschonender Position trainieren. Sogar Muscle-Ups sind möglich. Die moderne Trainingslehre weiß, will man die Kraft richtig einsetzen fürs Bouldern, Kampfsport, Kitesurfen oder was dir den Kick gibt, musst du die Kraft gezielt steuern und abrufen können. Deshalb ist das Training an beweglichen Teilen wie Ringen oder eben dem Wackeldackel so wichtig. Wenn du den Wackeldackel hochkant stellst, kannst du zudem einbeinige Kniebeugen, also den Pistol, trainieren. Das wären nur ein paar wenige Übungen, aus denen du dir dein individuelles Trainingsprogramm zusammenstellen kannst. Der Wackeldackel ist super klein und handlich, wie ein kleines Fitnessstudio in der Tasche. Wackeldackel.